Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Ja, wir sind hier auf einer neuen Map und es kommt in Wellen an. Die ganzen Patienten, die hier ankommen werden, werden wir in Wellen bearbeiten müssen. Okay, hier geht schon mal nicht. Wir testen das Ganze hier mal. Da geht es auch nicht. Das sind wieder Zweierbreiten. Das ist natürlich nicht so optimal. Aber dann können wir vielleicht hier anfangen. Ja, setzen wir die mal ruhig ein bisschen breiter. So, und wir bauen uns wieder unseren Allgemeinmediziner zurecht. Der darf gerne hier starten. Eine Mülltonne. Feuerlöscher. Ja, man weiß ja nie, was hier passiert. So, Eiskulpturen. Platzieren wir mal zwei. Ein Bücherregal und ein Trophäenschrank. So, und den Rest werden wir mit Pflanzen aufwiegen. Bitteschön. Da haben wir dann schon mal unseren ersten Allgemeinmediziner. Kommen wir mit dem vielleicht auf Prestige 4 noch? Wir können es ja mal versuchen. Löwenkopf. Ein Sehtest. Ein Point-Gemälde. Ja. Ich glaube, da können dann die Sterne hin. Da kommen wir auf jeden Fall auf 4. Sehr schön. So, wir gucken mal. Was haben wir für Ärzte hier? Den Allgemeinmediziner nehmen wir mal mit. Und dann können wir mal gucken. Den hauen wir weg. Den hauen wir weg. Den hauen wir weg. Krankenpfleger. Ja, perfekt. Da ist schon mal ein guter dabei. Und dann nehmen wir den nochmal mit. Hausmeister. Perfekt. Gleich zwei einstellen. Und einen Assistenten. Dann nehmen wir mal den mit. Und basteln uns hier eine Aufnahme hin. Der kann ja da in die Ecke. Und dann bauen wir hier unsere Toiletten hin. Handtrockner und ein Waschbecken. Ein Mülleimer, eine große, nehmen wir da eine große Tonne. Und Eiskulpturen. So, und auch hier wieder ein paar Pflanzen fürs Auge. Da kommen wir schon auf Prestige 3. Büro-Löwenposter. Wird da noch hinhängen. Und vielleicht ein Anschlagbrett dorthin. Wunderbar. Eine Bambusbank. Da wird es nicht hinpassen, aber die können wir so umstellen. Dann passt das wieder. Luxus-Snacks und Getränke. So, und dann hier einen schönen Mülleimer hin. Und Klimaanlagen brauchen wir natürlich auch wieder. So, wunderbar. Und hier noch eine kleine hin oder eine Eiskulptur vielmehr. Okay. Da müssen wir vielleicht alles noch mal ein bisschen ummodeln. Hier können wir nämlich ein Grundstück dazu kaufen. Das schließt direkt daran an. Deswegen lassen wir hier den Bereich vielleicht erstmal frei in weiser Voraussicht und machen hier mit der Apotheke weiter. War auch nicht so optimal. Sind ziemlich große Räume.
Komm, wir stellen einfach mal welche rein. Kann ja nicht schaden. Wechseln wir das mal. So rum. Achso, nee, hier hätte ich eigentlich ganz gerne dann auch eine Palme stehen. So. Perfekt. Was ist denn hier ungültig? Ja, jetzt nichts mehr. Komisch. So, auch hier kommt eine Bank hin. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal ganz gute Räume. Allgemeine Diagnose muss natürlich hier auch noch seinen Platz finden. Brauchen wir auch häufig. Sehr häufig. Okay, damit hätten wir dann schon mal zwei Räume für zwei Krankenpfleger. Gucken wir mal, was war denn hier noch so los? Patientenbetreuung, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Ob wir den jetzt schon direkt kaufen sollen, der ist auch nicht schlecht hier oben. Wir bewahren uns die mal auf. Vielleicht haben die ja Lust, hier bei uns zu arbeiten. Kardiologie. Bräuchten wir auch. Und ein Pausenzimmer natürlich. Hier zwei bauen, dann kann hier eigentlich auch noch einer hin. Machen wir das mal so. Nicht schön, aber einzigartig. Eiskulpturen. Muss hier vorne schon direkt anfangen und muss ich eigentlich bis hinten durchziehen. Wir gucken mal, ob die beiden vielleicht schon ausreichen. So, Juckerpalm und vielleicht nochmal eine normale Pflanze hier hin. Ja, das habe ich mir gedacht, da ist ein bisschen warm noch hier auf der Ecke. Gucken wir da noch irgendwo zwischen. Jo, kommen wir. Perfekt. Dann können wir hier schon mal eine zweite Klimaanlage ranstellen. So, und dann kommt hier hinten der Personalraum hin. Gucken wir schon mal. Pausenzimmer. Kann ruhig ein bisschen größer ausfallen. Ach, guck mal, Eierstühle haben wir jetzt hier auch. Können wir mal einen hinstellen. So, ja, stellen wir den ruhig an die Wand. Ein Korbtisch. Und eine schöne Lampe hier hinter. Da vielleicht auch noch hinstellen. So, ein Boxsack. Zack. Dann kommen hier noch die Getränke und Snackautomaten hin. Natürlich mit einem Mülleimer. Und... ja, wir brauchen Eisskulpturen. So, ein paar Pflanzen. Hier extra freigelassen für eine schöne Palme. Da vorne kann noch mal eine hin. Und dann
ein paar Kakteen hier zwischen, zack. Ich denke, das ist in Ordnung. Gucken wir mal, reicht das mit der Wärme? War hier nicht ganz. Einfach mal mitten in den Raum gestellt. So, und dann haben wir hier noch ein bisschen Platz für weitere Räume. Snackautomaten. Was bräuchten wir denn noch so? Eine Apotheke haben wir, also die Diagnoseräume haben wir schon alle. Eine Station würde hier ganz gut hinpassen. Zumindest auf der Breite. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einiges geschafft hier. Betten. Ja, wollen wir auch nicht zu viele machen. So, Nachttische. Wir Spinde brauchen, ich glaube eigentlich nicht. Da können wir noch mal so einen Wandmonitor hinstellen mit einem Aktenschrank. Arzneischrank kommt hier noch mal hin mit einer Waage. Ja, Abfalleimer gehen eigentlich immer. So, aufgrund der Größe des Raumes brauchen wir hier natürlich große Klimaanlagen. Müssen wir mal gucken, ob das ausreicht. Prestige-Stufe 4, schön. Noch ein bisschen was an der Wand haben hier. Eine Ernährungspyramide vielleicht, zack. Reicht ja schon. So, gucken wir mal. Ja, das reicht noch nicht ganz hier für die Kälte. So, nochmal eine Eisskulptur reinstellen hier vielleicht nochmal. Nee, das wird zu kalt. Ja, ich denke, das ist okay. Dann bräuchten wir noch mal zwei von denen hier. Perfekt, haben wir die doch noch eingestellt. Und wir sagen wieder, dass hier optional ein zweiter Krankenpfleger mitarbeiten kann. Nach 67 verschiedenen Hobbys sehe ich mich gezwungen aufzugeben. Ich schätze, das einzige Hobby, das ich brauche, ist euch Gesellschaft zu leisten und dabei verflucht gute Musik zu spielen. Diese hier zum Beispiel. Zweiter Assistent. Den können wir eigentlich auch noch mitnehmen. So, wir haben eine neue Krankheit entdeckt, die wird in der Apotheke behandelt und auf der Station. Das haben wir schon mal ganz gut vorgearbeitet. Würde ich mal behaupten. Zeitschriftenständer. Ein Koffeinregal. Palme hin. Oh, wir haben hier so viel schön Platz in der Mitte. So, da haben wir doch schon für viel Attraktivität gesorgt. Sehr schön, lassen wir das erstmal laufen. Beziehungsweise wir können uns das Grundstück hier schon mal kaufen. Wir haben das Geld gerade. Jetzt muss halt auch nur ein bisschen Geld wieder reinkommen. Wichtige Durchsage. Es geht schon wieder. Okay, Hordenherausforderung Welle 1. Die Heilungsrate muss bei 55% liegen. Oha. Ich glaube, das wird keine leichte Mission.
Jetzt haben wir hier Platz für einen großen Behandlungsraum vielleicht. Wir warten mal ab, was hier so kommt. Ich hätte gerne eigentlich noch einen zweiten Arzt. Die sind aber jetzt nicht so sonderlich gut. Ja, eine Weiterbildung bräuchten wir natürlich auch noch. Ja, Heilungsrate haben wir doch hier geschafft, schon mal die erste Welle. Was war das denn hier? Okay, Welle 1 haben wir abgeschlossen. Kommt Welle 2. In 2 Tagen. In 1 Tag. Heilungsrate von 55% bei 15 Patienten. Oha. Das ist immer nicht so cool hier. Waren wir mit 3 Assistenten. Sollte machbar sein. Ob das so eine gute Idee war mit dem Empfang? Den Empfang schaltern. Okay, wir brauchen noch einen. Das nützt nichts. Was wollen Sie von uns? Wie sind Sie überhaupt da? Das dauert sonst zu lange hier. Ja, das sind einige der Fragen, die uns alle beschäftigen. Nachdem arglose Einwohner von Two Point County erneut von einem Froschregen überrascht wurden. Ich hoffe, dass Mensch und Frosch eines Tages wieder in Einklang leben werden. So, stellen wir das so auf. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Oh Gott, der Allgemeinarzt. Der Arme. Jetzt kommen wir schon zu einem Problem. Der darf gar nicht so breit sein. Also machen wir mal einen kleinen Arztraum noch mal draus. Bücherregal, da passt eins hin. Und 2 Kakteen. Hier möchte ich nur auf Stufe 3 kommen. Das reicht. So, wir legen trotzdem den Teppich nochmal rein. Okay, haben wir einen zweiten Arzt eigentlich? Wenn wir mal den, dann haben wir auch direkt einen Psychiater. Beförderung, ja, nehmen wir mit. Na, das verspricht spannend zu werden hier. So, Ärzte machen Pause. Ärzte mit Grenzen. Ich glaube, das wird nichts hier. Wir schauen mal. Ich weiß auch gar nicht, wie das hier mit dem Geld aussieht in der Mission. Natürlich die Wellen immer abwarten. Aber je mehr wir hintereinander heilen, desto mehr Geld bekommen wir wahrscheinlich. Verdiene 100.000, wir versuchen es mal. Okay, wir bitten den Patienten mal zu warten. Wir versuchen eine Psychiatrie zu bauen. Ja, dann haben wir hier nämlich nochmal Platz für einen Dreierraum. So, auch Psychiatrie machen wir dann recht klein. Nützt nichts. Thank you.
Okay, wir sind schon bei Prestige 3. Sehr gut. Ich hätte hier noch gerne einen Mülleimer drin. Und ein paar Pflanzen. Einfach fürs Wohlbefinden. Hast du noch eine Palme? Nee, aber da. So. Noch ein Hausmeister. Und dann brauchen wir noch einen Arzt. Perfekt. Da haben wir einen Psychiater und zwei normale Ärzte. Sollte klappen. Klimaanlagen stellen wir erstmal so hin, dass sie irgendwo stehen. Und dann müssen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr drüber freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.